Du wolltest auch mit mir sprechen. Ja, und zwar, ich habe nicht dasselbe Problem wie Lena. Ich habe es eher, bin Epileptiker und habe vor 6 Jahren ein Kind gekriegt. Dann habe ich mich vom Vater getrennt. Dann hat das Jugendamt zu mir gesagt, sie müssen mit ihrer Mutter zusammenleben, ansonsten nehmen wir ihnen das Kind weg aufgrund meiner Anfälle. Und Anfang des Jahres hatte Sprich, man. du musst mit deiner Mutter zusammenleben und sie muss dann quasi mit dabei sein für die Erziehung. Ja. Okay. Nee, ja, also damit mein Sohn mich nicht bewusstlos auffindet oder so. Weil einen Anfall von mir hat er jetzt auch noch nie mitgekriegt. Du kriegst aber Medikamente. Ja. Wann war dein letzter Anfall? Gott sei Dank, Anfang des Jahres. Ich bin jetzt tatsächlich endlich mal 9 Monate anfallsfrei. Das ist auch schon mal ein ziemlich guter Zeitraum. Das heißt eigentlich, dass die Medikamente gut eingestellt sind. Ja, mittlerweile. Früher hatte ich bis zu 8 Anfälle in der Woche. Und Anfang des Jahres hatte meine Mutter einen Arbeitsunfall. Und da fing das langsam an, dann wurden ihr Zähne gezogen. Dann brauchte sie auf einmal, aufgrund dieser, dass ihr Zähne gezogen worden sind, einen Luftröhrenschnitt, weil da sich Eiter drunter gebildet hatte. Und jetzt war meine Mutter 6 Monate krankgeschrieben wegen dem Arbeitsunfall, weil da irgendwelche Frakturen nicht gesehen worden sind. Jetzt vor 2 Wochen hieß es, meine Mutter kriegt jetzt Diabetes. Und langsam, also ich habe meine Mutter immer bei mir gehabt und sie redet auch immer wieder jetzt übers Sterben. Und ich gehe auch Teilzeit arbeiten, weil ich nicht Vollzeit arbeiten gehen darf aufgrund meiner Krankheit. Und ich bin ehrlich, ich weiß nicht, wie ich das hinkriegen soll, wenn meine Mutter irgendwann mal abtritt. Und sie redet in letzter Zeit einfach viel zu oft darüber. Weil bei uns in der Familie sind jetzt auch Leute gestorben. Also mein Opa, das ist ja normal, und meine Oma. Und ich verstehe halt einfach nicht, wie ich jetzt weitermachen soll. Ich kann meiner Mutter natürlich nicht verbieten, über den Tod zu reden. Das ist menschlich, ja, das weiß ich. Aber meine Mutter stand immer hinter mir, weil ich auch in der Schule wegen den Anfällen und so sehr gemobbt wurde. Während ich noch ehrenamtlich tätig war, stand sie auch immer hinter mir. Hat mir da alles ermöglicht, was ich da dafür brauchte. Und jetzt hat sie mit der Eingliederung in der Arbeit wieder angefangen. Und ich habe Würdest du irgendwie das sagen, Gefühl, es geht jetzt gerade ein bisschen besser wieder bei ihr? nee, das ist es nämlich. Meine Mutter war immer eigentlich ein Arbeitstier. Und war sie 6 Monate krank. Jetzt fängt sie wieder an zu arbeiten und beschwert sich nur noch über die Arbeit. Früher hat sie das nie getan. Aber da hatte sie ja auch ein paar Schicksalsschläge, sage ich mal. Also sie hat Das sich ja hatte meine Mutter sehr, eigentlich immer. sehr verändert. Und auch diese ganzen Krankheiten können einen Menschen oder werden einen Menschen eigentlich ziemlich verändern, Ja, ne? und das ist es halt. Mein Sohn versteht das auch nicht so, natürlich nicht so ganz, dass meine Mutter dann erstmal mit Krücken rumgelaufen ist und dann auf einmal wieder nicht. Das ist einfach Einfach eine sehr, sehr irgendwie. schwierige Zeit, ne? Ja. Wo liegt denn gerade dein Fokus? Liegt das mehr auf deiner Mutter oder auf deinem Kind? Eigentlich quasi auf beiden, weil ich
ich kann mich nicht um meinen Sohn kümmern, wenn meine Mutter nicht dabei ist. Weil ich gehe ja auch arbeiten und meine Mutter hat extra damals ihren Job gewechselt, damit die Arbeitszeiten übereinander stimmen, damit immer jemand beim Kleinen ist. Wir machen immer alles zusammen mit dem Kleinen, weil meine Mutter hat drei Kinder, die hat natürlich mehr Erfahrung als ich jetzt. Sie weiß auch, wie man besser mit Kitas spricht und in der Kita hilft mir auch nie wirklich jemand, weil ich bin da eine schlechte Mutter, weil ich arbeiten gehe, also habe ich keine Zeit für mein Kind. Ja, in unserer Kita wird man leider nur anerkannt, wenn man auf gut Deutsch gesagt einen reichen Mann hat, also der gut verdient, dass man nicht arbeiten gehen muss. Was gibt dir denn das Gefühl dort, dass du so leben musst, damit du dort nicht schlecht angesehen wirst? Weil Tatsächlich man. hat mir das die Vorsitzende des Elternbeirates ist so zu mir gesagt, als ich an einem Elternabend da war. Okay. Weil Was ist das ich für eine kam ein Kita? bisschen zu spät, weil ich arbeiten musste und hab mich auch entschuldigt, aber ich muss halt arbeiten gehen. Also da Und würde dann ich meinte sie so, schnell irgendwas anderes suchen. Was ist das für eine blöde Kita? ja, das sagt man immer so leicht. Bei uns ist es so, man muss sich hier in einen Kita-Navigator eingeben. Der spuckt dann irgendwann eine Kita aus, weil man dann auf eine Warteliste kommt. Und dann kommt man in die Kita. Und wenn man die Kita wechseln möchte, dann dauert das auch wieder, weil man wieder auf eine Warteliste kommt. Und ich muss die Kita auch irgendwie erreichen, weil ich durch die Epilepsie keinen Führerschein habe. Ich finde, du kommst da definitiv etwas zu knapp bei der ganzen Geschichte. Wo siehst du Wieso? dich? Naja, du redest ganz, ganz viel über das, was um dich herum passiert, über andere Leute, aber ich finde, du kommst da gar nicht richtig zum Leben überhaupt. Ja, aber also tatsächlich ist es mittlerweile so, dass ich nur noch arbeiten gehe, nach Hause komme, meinen Sohn 1,5 Stunden sehe. Und dann Eben. schlafen gehe, weil ich wieder arbeiten muss. Eben. Würdest du sagen, du hast ein Leben? Nein. Mein Leben besteht eigentlich nur aus Arbeiten und Arztterminen, die ich halt einhalten muss. Und ich finde das zu viel für einen Menschen. Du musst deinen Kopf unglaublich voll haben. Ja. Habe ich auch. Ich kann kaum nachts schlafen. Ich will halt, dass es meinem Sohn gut geht. Deswegen mache ich auf der Arbeit so viele Überstunden, wie es geht. Das Amt weigert sich mir zu helfen, weil ich bei meiner Mutter wohne. Da meinen die, die sollen mir helfen. Der Vater des Kindes kann mir keinen Unterhalt zahlen oder will nicht, wie auch immer. Und ich weiß nicht, wo vorne und hinten ist. Und Richtig, du brauchst definitiv irgendeine Unterstützung. ja, Irgendetwas. leider kriege ich die nicht tatsächlich. Das Amt weigert sich, aber ich will meinem Sohn jetzt auch nicht die Oma wegnehmen. Seit 3 Jahren lebe ich jetzt mit meiner Mutter und meinem Sohn zusammen. Er hat sich mit daran gewöhnt, ich auch. Das verstehe ich, aber was spricht denn dagegen, etwas weniger Verantwortung zu übernehmen? Also dort etwas Abstriche zu machen, wo vielleicht keine Abstriche nötig, wo du nicht zu 100% da sein musst, zwangsläufig. Verstehst du, was ich meine? Um ehrlich zu sein, gerade nicht so, weil ich gehe ja, auf der Arbeit muss ich sein und für meinen Sohn muss ich halt auch da sein. Aber du musst auch leben und du musst auch ein bisschen auf dich achten und du musst auch schlafen können nachts. Und du musst auch mal einen freieren Kopf haben.
Der muss nicht komplett leer sein, aber der darf auf jeden Fall nicht immer voll sein. Da sind wir uns, denke ich, einig. Und du musst etwas Verantwortung abgeben. Sonst machst du dich kaputt. Und dann hat, glaube ich, niemand was davon. Ja, aber ich weiß, ich kann meiner Mutter ja nicht noch mehr irgendwie auf etwas von meiner Verantwortung aufdrücken. Das kriege ich nicht hin. Aber ist es deine Verantwortung? Ich finde es absolut Glaube. richtig, dass du das machst und das ist auch sehr löblich und finde ich sehr, sehr gut. Aber du kannst nicht die komplette Verantwortung übernehmen. Und wenn sie arbeiten geht, dann würde ich sagen, kann sie auch etwas selbstständiger leben. Zumindest teilweise. Ja, das tut meine Mutter an sich auch, aber sie redet halt jetzt zur Zeit so viel über den Tod und ich mache mir jetzt Sorgen, wenn die weg ist, was ich dann ohne sie mache. Weil sie hilft mir halt so, dass sie ihre Schichten legt, dass entweder sie ihn zur Kita bringt oder abholt. Wir wechseln uns damit ab. Dass ich meine Arzttermine wahrnehmen kann, ohne dass mein Sohn da mitgeht. Ich verstehe das, aber so kann es ja nun mal nicht weitergehen. Und deine Priorität, deine Verantwortung ist, finde ich persönlich, dein Sohn. Oder? Ja. Und wie gesagt, du solltest auch nicht komplett zu knapp kommen. Und das kommst du definitiv gerade. Irgendwas muss da passieren. Und ich würde einfach mal aufschreiben, wo dein Kopf ist, was dir eigentlich so rumschwirrt und wo du dann ansetzen kannst und vielleicht ein bisschen weniger machen kannst, ein bisschen weniger Verantwortung tragen kannst. Du brichst irgendwann zusammen. Und du hast auch noch dein eigenes Päckchen zu tragen. Ja. Und dann Ich würde bin halt ich einfach eventuell nur. mal irgendwie irgendeinen sozialen Verein in der Nähe raussuchen, der dir vielleicht ein bisschen helfen kann und Anhaltspunkte geben kann. Zumindest weitergehend beraten kann. Die können auch nicht zaubern, aber die können dir vielleicht weiterhelfen, irgendetwas in die Wege zu leiten oder dir etwas unter die Arme zu greifen. Okay. Danke. Tut mir wahnsinnig leid. Alles gut. Ich wünsche dir auf jeden Fall wirklich alles, alles Gute und bitte denk auch an dich. Das hast du dir verdient und du musst dich nicht schlecht fühlen. Du bist nicht egoistisch, wenn du auch an dich selber denkst mal. Okay? Okay. Danke. Trotzdem noch einen schönen Abend. Ich Dir drücke auch. dir die Daumen, Danke. ja? Tschüss. Da.